Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, ein so wichtiges Gebot in unserer Religion ist es, ehret die Eltern. Das ist etwas, was man nicht einfach nur so runterreden soll, sondern das ist eine ganz wichtige, wichtige Säule von unserem wahrhaften Iman. Schaut, wie einfach unsere Religion ist. Warum haben sie sich in Sekten zersplittert? Weil jede Sekte sagt, unser Weg ist der bessere. Unser Weg ist der bessere. Aber was sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im heiligen Koran? Was sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß? Gehorcht eure Eltern. Wenn sie euch keinen Schirk befehlen, dann gehorcht euren Eltern. Liebe Bruder und Schwester, ich nehme dich. Dein Vater und deine Mutter, sie sagen dir, mach keinen Schirk. Oh mein Sohn, mach keinen Schirk. Aber verstärke dein Gebet. Sprich zu unserem Schöpfer, den einen und alleinigen, dass er dir helfen möge. Bei der Liebe, die du für den Propheten Muhammad a.s.w. empfindest, dass er dir doch helfen möge. Und deine Mutter betet so. Und dein Vater betet so. Und du kannst es deinen Eltern niemals recht machen. Du kannst es deiner Mutter niemals recht machen in dem Sinne für das, was sie für dich getan hat. Kannst du ihr nie zurückbezahlen. Das hat unser Prophet Muhammad a.s. gesagt, sinngemäß. Wir können niemals in diesem Leben zurückbezahlen, was unsere Eltern für uns getan haben. Vor allen Dingen, die Mutter. Willst du dich jetzt als besserer Anbeter darstellen? Besser als deine Mutter? Dass du sagst, oh Mama, du machst zwar keinen Schirk, aber lass das mit dem Tawassul. Willst du das tun? Oder willst du sagen, Mama, du willst, dass ich keinen Schirk mache und ich werde dir gehorchen. Bei der Liebe zu unserem Propheten Muhammad a.s. Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlwollen zu suchen. Inshallah. Willst du das kritisieren? Willst du dich jetzt dahinstellen und sagen, meine Mama hat mir Schirk geboten? Gehorche den Eltern, wenn sie dir keinen Schirk gebieten. Hast du mal überlegt, du hast ein neues Auto. Du gehst zu deinem besten Freund. Du gehst zu deinem besten Freund, muslimischer Bruder. Schau, ich habe ein super Auto, Mercedes, klasse. Glaub mir, Bruder, glaub mir, Schwester. Er ist dein Freund, Bruder im Glauben. In 99% der Fälle wird es so sein, dass er sich für dich freut und innerlich sagt, warum habe ich nicht so ein Auto? Warum habe ich das nicht geschafft, wenn er das noch nicht geschafft hat, wenn er nicht auf der gleichen Stufe ist? Es muss kein böser Neid sein. Aber er wird in seinem Herzen haben, warum habe ich das nicht geschafft? Und er geht zu deinem Bruder, wie viele? Schau, mein Bruder, was ich für ein tolles Auto habe. Er freut sich für dich, aber innerlich kann sein, dass er sagt, guck mal, was er geschafft hat und ich schaffe das nicht. Aber glaub mir, Brüder und Schwestern, geh zu deiner Mutter oder geh zu deinem Vater, wenn sie wahrhafte Muslime sind. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, auf dieser Erde, der sich so freut, die sich so freuen wie deine Eltern, wie deine Mutter und wie dein Vater. Sie wollen das Beste für dich. Liebe Bruder, liebe Schwester, ich habe sehr oft Traurigkeit in mir, Freude und Traurigkeit. Wenn Christen zum Islam kommen, dann freue ich mich. Aber wenn ihre Eltern noch Kuffar sind,
dann bin ich traurig. Weil diese Brüder im Glauben erleben nicht die wichtigste Essenz im Herzen unseres Glaubens. Die Liebe zu den Eltern und die Liebe, die wahre Liebe der muslimischen Eltern zu ihren muslimischen Kindern. Sie können das nicht nachvollziehen. Ich sage euch, christliche Eltern, ja, mit Opfertod, Lüge und so weiter, die an so etwas glauben, oder atheistische Eltern, niemals, niemals können sie das empfinden, was muslimische Eltern empfinden. Und niemals können ihre Kinder das empfinden, was muslimische Kinder empfinden. Sie verstehen das nicht. Deswegen haben sie Spitznamen schon gefunden. Oh, Muttersöhnchen. Ja, das ist ein Muttersöhnchen, Vatersöhnchen. Sie begreifen das nicht. Sie begreifen das nicht, wie es ist, wenn du in einer Prüfungssituation bist, in der Schule oder Führerschein, Auto oder sonst eine Situation, auf die es ankommt. Und wenn deine Mutter zuvor mit dir gesprochen hat, ich werde bei Allah subhanahu wa ta'ala für dich beten, mein Sohn. Und du gehst in diese Prüfungssituation. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du spürst die Hilfe, du spürst die Antwort. Mehr noch, als wenn du alleine betest, viel mehr noch. Du spürst die Hilfe von unseren Walidin. Du spürst sie, die Hilfe von unseren Walidin durch ihre Bittgebete bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist so wichtig, liebe Bruder, liebe Schwester, ihr könnt diskutieren, und ich weiß, wovon ich rede, von morgens bis abends, und könnt euch selber den Iman versuchen zu stärken. Ja, ich glaube, schau mal die Erde, schau mal die Sonne, schau mal die Blumen, wie das alles erschaffen ist, schau mal die Systematik, wie das alles erschaffen ist. Klar, Allah subhanahu wa ta'ala hat das erschaffen. Diese Worte sind leer. Liebe Brüder, liebe Schwester, die sind leer, diese Worte. Ihr bildet euch nur ein, dass diese Worte für euch die Gewichtung ist. Geht zu deinem Vater und deiner Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, dann werden diese Worte voll. Wenn deine Mutter, die direkt in deine Fitra spricht, die genau weiß, wie du bist, wenn sie dir sagt, mein Sohn, du musst die Gebete einhalten. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, aber vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Worte, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, die sind stärker als alles. Die erreichen dich, obwohl du die Worte im heiligen Koran liest und liest und liest und liest. Alhamdulillah, sie erreichen dich. Aber sie werden verstärkt. Wenn du mit deinen Eltern gut stehst, sie werden verstärkt. Subhanallah. Du hast das Gefühl, Mama, Papa und der Prophet Muhammad alayhi salam, alles bildet eine Einheit. Eine Einheit, die dich stärken will, die dich stützt, die dich trägt. Nichts auf diesem Planeten kann deinen Glauben so stärken, wie die wahren Worte, die in dein Herz gehen, wenn du sie annimmst von deinen Walidin. Nichts auf dieser Welt. Du kannst den Koran lesen. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala's Worte dringen in dein Herz ein. Und die Menschen, Christen, Juden, die zum Islam kommen, sie kommen dann zu der muslimischen Familie und erleben dieses Gefühl in den Moscheen. Aber solange ihre Eltern Kuffar sind, fehlt ihnen, und das müssen wir ihnen geben, dieses Gefühl, subhanallah, dieses Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Diese Bindung zu den Eltern, weil die Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala besteht. Du spürst, wenn du mit deinen Eltern gut bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht fallen lässt. Wenn deine Eltern dir keinen Schirk befehlen, folge ihnen. Was machst du dich verrückt? Ich muss das lesen, ich muss das lesen. Wie bete ich denn jetzt? Der betet so, der betet so, der betet so. Bete so wie dein Vater. Bete so wie deine Mutter. Wenn sie dir keinen Schirk gebieten, bete so wie deine Eltern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im heiligen Koran? Was? Gehorche deinen Eltern. Wenn sie dir keinen Schirk gebieten, gehorche ihnen. Das heißt, vor dem jüngsten Gericht kannst du vorbringen, ich habe so gebetet wie mein Vater und meine Mutter, denn sie haben mir keinen Schirk befohlen. Aber wenn
deine Mutter auf dich zukommt und sagt, oh, dein Kind ist krank, es hat Asthma, es hustet stark. Geh nach Marokko, geh zu Sidi Hiya oder geh zu dem und jenem Heiligen. Berühr das Grab und dann die Stirn deines Kindes und dann die Brust und dann gib ihm Wasser zu trinken und dann berühr nochmal das Grab am nächsten Tag. Dann bitte um Vergebung für deine Mutter, denn dann gebietet sie dir Schirk und gehorche nicht. Aber wenn deine Mutter kommt und sagt, bete zu Allah subhanahu wa ta'ala alleinig, dann hast du nichts zu befürchten. Dann weißt du, dass sie dir keinen Schirk gebietet. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Religion baut auch auf die Liebe zu den Eltern, zu der Mutter. Und deswegen, diejenigen Konvertiten, die zum Islam kommen, inshallah, werden sie durch die Brüder und Schwestern herzlich aufgenommen, um das zu erfahren. Aber substituieren kann man Eltern nicht. Und deswegen sind diejenigen, deren Eltern Kuffar sind, nicht in dieser Wonne. In diesem Gefühl einer unfassbaren Bestätigung, dass der Islam die Wahrheit ist. Einer unfassbaren Bestätigung, die du nicht in Worte fassen kannst, sondern nur im Gefühl. Wenn du Fragen hast, zu deinem Vater und deiner Mutter geht, zu deiner Religion, du wirst die beste Antwort bekommen. Du wirst die schönste Antwort bekommen, die dein Herz berührt, wenn sie dir keinen Schirk befehlen. Subhanallah. Deswegen ist es so wichtig, liebe Brüder und Schwestern, nicht euch von hier einnehmen zu lassen, ach altmodisch, der Alte, meine Olle, ja, von denen lasse ich mir gar nichts sagen, wie das hier die Menschen tun. Da sagen wir, das ist keine Integration, was ihr von uns verlangt, ist Verachtung der Eltern in euren eigenen heiligen Büchern, die ihr für heilig nimmt, steht drin, ehret die Eltern. Das ist euch nicht fremd. Aber es gibt keine Religion auf dieser Welt, es gibt keine Religion auf diesem Planeten, die diese Bande zwischen dem gläubigen Kind, seinen Eltern und Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist eine Bande, die man begreift im Leben. Eine unfassbare Bestätigung. Wenn du Zweifel hast im Glauben, geh zu deinen Eltern. Sie räumen sie dir aus. Denn sie sprechen in deinen Al-Fitra. Und diejenigen, die Muslime werden und deren Eltern sind noch Kuffar, inshallah werden die Brüder und Schwestern im Glauben sie aufnehmen und werden ihnen das vermitteln, was die wahrhaften Muslime von ihren wahrhaften Eltern bekommen. Denn das kennen die Kuffar nicht, das kennen die Atheisten nicht, das kennen diejenigen nicht, die auf dem wahren Weg der Rechtleitung nicht sind, die kennen das nicht. Und sie werden es nicht kennenlernen, bis wenn sie es kennenlernen. Und ich habe es erlebt. Vater und Mutter waren noch Christen, Kind wurde Muslim, Vater und Mutter wurden Muslim und haben gesagt, wir haben unser Kind noch nie so verstanden und begriffen und unser Kind noch nie uns verstanden und begriffen, seit wir den Islam angenommen haben. Jetzt erst wissen wir, was es heißt, Walidin, Eltern. Nicht mit 18 Jahren gehst du aus dem Haus. Mit 18 Jahren hast du nichts mehr verloren. Da ist viel mehr. Und das ist nicht einfach nur Mutterliebe. Da ist viel mehr. Das ist religiös begründet. Das ist der wahre Iman, inshallah. Deswegen ist es so wichtig, mit euren Eltern gut zu stehen, wenn sie euch keinen Schirk gebieten. Und diese Ermahnung geht zuerst an mich und dann an euch, dass ihr mich wiederum daran erinnert. Deswegen haltet die Bande zu Allah subhanahu wa ta'ala und haltet die Bande zu unseren wahrhaften Gläubigen. Walidin. Wasmahna min walidin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.